Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat Änderungen in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik in Aussicht gestellt. Bei einer Arbeitnehmerkonferenz in Bielefeld sprach Schulz von Fehlern, die man korrigieren wolle. Das betreffe das Rentenniveau, das Arbeitslosengeld für langjährig Beschäftigte und die Befristung von Arbeitsverträgen. Konkrete Zahlen nannte Schulz nicht. Er kündigte an, Sozialministerin Nahles werde dazu Vorschläge ausarbeiten. Das Bühnenbild in der Bielefelder Stadthalle, es steht ganz im Zeichen der Arbeitnehmer. Die Worte des neuen Kanzlerkandidaten stoßen auf viel Zustimmung beim Publikum. Martin Schulz will grundlose Befristungen von Arbeitsverträgen abschaffen, das Rentenniveau stabil halten, möglicherweise Eckpunkte der Agenda 2010 korrigieren. Auch wir haben Fehler gemacht. Fehler zu machen ist nicht ehrenrührig. Wichtig ist, wenn Fehler erkannt werden, dann müssen sie korrigiert werden. Wir haben sie erkannt. Schon vorab deutete Schulz an, bei richtigen Voraussetzungen könne das Arbeitslosengeld I länger ausgezahlt werden als bisher, um damit die Lebensarbeitsleistung stärker zu würdigen. Die Linkspartei beobachtet den neuen Kurs mit Blick auf die anstehenden Wahlen abwartend. Da ist die SPD ein Wettbewerber und wir werben für unsere Inhalte und nicht mehr. Denn die Gefahr, dass wir nach dem September wieder in einer großen Koalition landen, die ist nicht viel kleiner als vorher. Aus der Union kommt scharfe Kritik. Die SPD gebe leichtfertig auf, was sie unter Kanzler Schröder erreicht habe. Das ist Sozialpopulismus, den brauchen wir nicht. Das bringt uns nicht weiter. Deutschland muss gerade in der jetzigen Situation dafür sorgen, dass die Wirtschaft brummt und damit auch die Arbeitslosigkeit so niedrig bleibt, wie sie ist. Wie Schulz seine Versprechen konkret umsetzen will, machte er heute nicht klar. Die heutige Rede von Martin Schulz war eine Botschaft an die Seele seiner Partei. Die Agenda-Politik hatte in der SPD tiefe Wunden geschlagen. Die große Überschrift war heute soziale Gerechtigkeit. Damit will Martin Schulz zwei Ziele verfolgen. Auf der einen Seite alte Wunden wieder schließen, auf der anderen Seite sich deutlicher von seinem Koalitionspartner abheben. Bundesinnenminister de Maizière hat sich am Berliner Flughafen Schönefeld über die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern informiert. Ein Gesetzentwurf aus seinem Ministerium sieht vor, dass die Identität von Flüchtlingen künftig strenger geprüft werden soll. So soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Handydaten auslesen können. Bislang braucht es dafür entweder die Zustimmung des Flüchtlings oder einen richterlichen Beschluss. Flüchtlinge tragen zwar häufig ein Handy bei sich, mehr als die Hälfte von ihnen, rund 60%, aber keinen gültigen Pass, so eine Schätzung des Bundesinnenministeriums. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist dafür zuständig, die Identität zu klären, bislang häufig über Gespräche. Welchen Dialekt spricht der Betroffene? Wie gut kennt er die Heimatstadt, aus der er angibt zu kommen? Allerdings, der Fall Amri hat gezeigt, manche verschleiern ihre Herkunft oder nutzen mehrere Identitäten. Geht es nach dem Bundesinnenminister, soll dem BAMF künftig erlaubt werden, Datenträger von Asylsuchenden auszulesen. Da ist es, glaube ich, richtig, dass der Rechtsstaat dann verlangt, dass mithilfe des Handys wir ermitteln können, aus welchem Staat diese Betroffenen kommen. Und ob es sonst besonders schwerwiegende Hinweise gibt, die die Sicherheit Deutschlands berühren, etwa Kontakte zum IS oder Ähnliches. Nur wenn klar ist, aus welchem Land ein Flüchtling kommt, kann auch entschieden werden, darf er bleiben oder muss er zurück in sein Heimatland. Ende vergangenen Jahres gab es insgesamt 207.484 ausreisepflichtige Asylsuchende. 153.047 waren geduldet, 54.437 hatten keine Duldung. Doch kann man Flüchtlinge verpflichten, private Nachrichten auf Handys rauszurücken? Die Linkspartei ist dagegen. Das ist so eine moderne, technisch aufgepeppte Version davon, alle Tagebücher zu lesen und alle Briefe zu öffnen. Der Innenminister versichert, das BAMF soll künftig nicht die Handys von allen Flüchtlingen auslesen, auch nicht von allen Flüchtlingen ohne Pass. Dazu wäre die Behörde wohl auch gar nicht in der Lage. Wenn allerdings die bisherigen Mittel der Identitätsfeststellung nicht ausreichen, dann soll das BAMF zumindest rechtlich dazu in der Lage sein. In der spanischen Exklave Ceuta im Norden Afrikas haben erneut zahlreiche Migranten den Grenzzaun überwunden. Etwa 350 Menschen durchbrachen die Befestigung, so ein Behördenvertreter.
Ceuta liegt im Norden von Marokko an der Straße von Gibraltar. Die spanische Exklave zählt zu den Hauptzielen für Flüchtlinge aus Afrika auf dem Weg nach Europa. Seit Monaten kommt es immer wieder zu Massenanstürmen auf den Zaun. Und wieder jubeln sie ausgelassen, afrikanische Migranten, die es heute früh über die Grenzzäune in Ceuta geschafft haben. Nun sind sie außer sich vor Freude. Sie stehen auf spanischem Boden in Europa. 11 Flüchtlinge haben sich verletzt. Sie erlitten Schnittwunden. Schon wieder ein massiver Ansturm in wenigen Tagen. Womöglich lassen die marokkanischen Behörden solche Aktionen zu, um Druck auf Spanien und die Europäische Union auszuüben. Das glauben Beobachter. Es ist ganz klar, dass Marokko seine Kontrolle über die Grenze auch dazu benutzt, um von der Europäischen Union und Spanien Zugeständnisse zu bekommen. Bereits am vergangenen Freitag waren 500 Migranten auf die spanische Seite gelangt. In Marokko sollen noch Zehntausende auf ihre Chance warten. Das Aufnahmelager in Ceuta ist heillos überfüllt. Die Kapazität von rund 500 Plätzen würde nun fast um das Dreifache überschritten, erklären die Behörden. In der Vergangenheit mussten die Migranten Monate in Ceuta warten, bis sie auf das spanische Festland gebracht wurden. Heute Nachmittag installierte die spanische Armee provisorische Zeltlager. Nachdem der Druck auf die Exklaven Melilla und Ceuta in den letzten Jahren nachgelassen hatte, nimmt er wieder dramatisch zu. Spanien will nun die Grenzanlagen mit Drohnen verstärken. Im Südsudan sind nach einem Bericht der Vereinten Nationen 100.000 Menschen akut vom Hungertod bedroht. Durch den seit 2013 andauernden Bürgerkrieg sei die Versorgung zusammengebrochen. Den Bericht stellten mehrere UN-Organisationen in der Hauptstadt Juba vor. Am schwersten betroffen sind demnach 2 Bezirke im nördlichen Bundesstaat Unity. Die Hungersnot drohe sich aber auf andere Regionen auszudehnen, in denen 1 Million Menschen leben. Die UN warfen den Konfliktparteien vor, Hilfslieferungen zu blockieren. Hunger, aber auch andere Fluchtursachen in Afrika bekämpfen. Wie das geschehen kann, damit beschäftigt sich eine ARD-Reportagereihe. Mehr dazu gibt es in der Tagesschau-App. In die Diskussion über die Griechenland-Hilfe kommt wieder Bewegung. Die Euro-Finanzminister verständigten sich heute darauf, dass die Kontrolleure der internationalen Geldgeber in der nächsten Woche nach Athen zurückkehren. Sie sollen mit den griechischen Behörden über zusätzliche Reformen beraten. Eine Einigung würde den Weg freimachen für die weitere Auszahlung aus dem 3. Hilfspaket von bis zu 86 Milliarden Euro. Wo steht Griechenland, fragen sich die Finanzminister. Und neben der wirtschaftlichen Lage geht es auch darum, ob die Griechen ihre Zusagen einhalten. Auch bei den Arbeitsmarktreformen soll es Nachholbedarf geben. Trotzdem gibt sich Finanzminister Schäuble optimistisch. Wir sind im Gegenteil auf ganz gutem Weg. Die Eurogruppe, die Eurozone hat mehr Wachstum. Alle Mitgliedsländer haben Wachstum. Bei Griechenland sieht es auch danach aus, dass wir jetzt doch bald zu einem guten Ende kommen. Das heißt, wir sind in einem schwierigen Umfeld auf einem guten Weg. Wenn Griechenland weitere Reformen zusagt, sei auch der Internationale Währungsfonds beim Hilfspaket dabei, so die Überzeugung Schäubles. Der IWF hatte gedroht, sich nicht mehr zu beteiligen, falls Griechenland zu hoch verschuldet sei. Die hohe Verschuldung sieht auch die europäische Denkfabrik CEP in ihrer neuen Studie kritisch. Die Eurozone ist mittelfristig stark gefährdet. Das Kernproblem der Eurozone, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Staaten sich unterschiedlich entwickelt, ist nach wie vor nicht behoben. Insbesondere in Italien und in Frankreich, allen voran in Griechenland, sind bisher keine ausreichenden Reformen getätigt worden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die Finanzminister einigten sich darauf, dass nun wieder Experten zur Überprüfung der Reformmaßnahmen nach Griechenland geschickt werden. Die Regierung hat weitere Reformen zugesagt. Beides ist Voraussetzung dafür, dass frisches Geld fließt. Die Entscheidung über weitere Kreditzusagen hat nicht mehr viel Zeit. Vor allem soll eine neue, akute Griechenland-Krise vor den Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich vermieden werden. Panzer, U-Boote oder Raketen. Weltweit wird wieder mehr Kriegsgerät gehandelt. Nach Angaben des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI nahm das Geschäft mit Rüstungsgütern zwischen 2012 und 2016 um 8,4% zu.
Die größten Exporteure sind demnach die USA und Russland, gefolgt von China, Frankreich und Deutschland. Die meisten Waffen wurden von Indien sowie Staaten in Asien und dem Nahen Osten gekauft. Im Irak rücken Regierungstruppen immer weiter in die Stadt Mosul vor, um sie vom sogenannten Islamischen Staat zu befreien. Südlich der Stadtgrenze begann eine Spezialeinheit der Polizei den Angriff auf eine strategisch wichtige Anhöhe. Mosul war vor dem Krieg die zweitgrößte irakische Stadt. Sie wurde 2014 vom IS besetzt. Im Januar gelang es Regierungstruppen, die östlichen Stadtteile zurückzuerobern. In der Ostukraine gibt es einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe. Sowohl das ukrainische Militär als auch pro-russische Separatisten berichteten heute, der Beschuss habe nachgelassen. Unter Vermittlung der OSZE hatten die Konfliktparteien in der vergangenen Woche zugesagt, schwere Waffen abzuziehen. Die Außenminister der Ukraine, Russlands, Deutschlands und Frankreichs hatten am Wochenende den Vorstoß für eine Feuerpause begrüßt. Die Kämpfe waren Anfang Februar erneut eskaliert. Nach dem Putschversuch in der Türkei hat ein Prozess gegen 47 Beschuldigte begonnen. Die meisten sind ehemalige Soldaten. Laut Anklage sollen sie versucht haben, Präsident Erdogan in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 zu töten. Ankara macht die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Auch Gülen ist bei dem Prozess in Abwesenheit angeklagt. Nach dem Bekenntnis zur NATO hat die neue US-Regierung versöhnliche Signale in Richtung Europäische Union ausgesendet. Vizepräsident Pence sicherte der Gemeinschaft heute in Brüssel im Namen von Präsident Trump eine enge Zusammenarbeit zu. Beide Kontinente teilten dieselben Werte. Bei seinem Besuch im NATO-Hauptquartier forderte Pence anschließend die europäischen Verbündeten auf, den Weg für höhere Verteidigungsausgaben noch in diesem Jahr zu ebnen. Er kam heute sozusagen als der ranghöchste amerikanische Richtigsteller. US-Vizepräsident Mike Pence, sein Chef Donald Trump, hatte zuletzt den Brexit gelobt und den Zerfall der EU prophezeit. Bei Mike Pence klang das schon wieder ganz anders. Statt Twitter-Botschaften ein klarer staatsmännischer Satz. Ich habe heute die Ehre, Ihnen im Namen von Präsident Trump die starke Zusage der USA auszudrücken für eine fortgesetzte Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der EU. Besonders den Zusatz im Namen von Präsident Trump wird EU-Ratspräsident Tusk gern gehört haben, denn in Brüssel fragt man sich, wer in Washington eigentlich das Sagen hat. Tusk schien Pence heute zu vertrauen. Dieses Treffen, sagt er, habe die EU gebraucht. Es wurden in letzter Zeit zu viele, manchmal überraschende Meinungen geäußert über unsere Beziehung und unsere gemeinsame Sicherheit. Zu viele, als dass wir jetzt einfach so tun könnten, als wäre alles wie immer. Weniger richtigstellen als vielmehr Druck machen war dann Pence Job bei der NATO. Europa müsse wie verabredet endlich mehr fürs Militär ausgeben, 2% der Wirtschaftsleistung. Deutschland käme dann auf einen Wehretat von über 60 Milliarden Euro im Jahr. Wir hoffen, dass wir bald ein Treffen mit Kanzlerin Merkel im Weißen Haus haben werden. Ich denke, Präsident Trump wird mit ihr auch darüber sprechen. Es geht einfach darum, dass wir alle das tun, was wir mal zugesagt haben. In Brüssel bemüht man sich heute Abend, positiv zu denken. Die erste Reise des US-Vizepräsidenten ging nach Europa und seine Worte waren freundlich. Doch das Thema Verteidigungsausgaben ließ erahnen, wie rau der Ton noch werden könnte und dass Europa am kürzeren Hebel sitzt, solange es sich nicht selbst verteidigen kann. Der russische UN-Botschafter Vitali Tschurkin ist tot. Er starb heute völlig unerwartet im Alter von 64 Jahren in New York. Zur Todesursache gibt es bisher keine Angaben. Tschurkin war seit gut 10 Jahren UN-Botschafter. Er hatte langjährige Erfahrungen im diplomatischen Dienst. Tschurkin arbeitete unter anderem im Außenministerium in Moskau und war Botschafter in Kanada. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 21. Februar. Nordische Tiefdruckgebiete bringen uns unbeständiges und im Laufe der Woche auch stürmisches Wetter. Heute Nacht ist es meist wolkenverhangen und es regnet zeitweise. Auch morgen viele Wolken, hier und da Lücken, vor allem in der Nordosthälfte, wo auch nur einzelne Schauer unterwegs sind. Im Westen und Süden fällt weiterhin Regen. Am Alpenrand heute Nacht 0, am Niederrhein bis 10 Grad.
Morgen 6 bis 11, entlang des Rheins 12 bis 13 Grad. Am Mittwoch im Süden zum Teil freundlich, sonst viele Wolken und zeitweise Regen, dabei sehr windig, im Norden stürmisch. Am Donnerstag regnet es teilweise kräftig und es wird verbreitet stürmisch. Selbst im Flachland schwere Sturm, auf den Bergen Orkanböen. Am Freitag lässt der Wind nach, dabei wechselhaft, im Bergland fällt Schnee. Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. AD Agenda 2010. Wie Schulz die SPD entschrödern will und Schnappschuss. Die Sofortbildkamera wird 70. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.